Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ganz ungewohnt für mich. Wir diskutieren über Zustand und Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland und ich bin nicht der erste Redner, wir sind nicht die Antragsteller. Ich gehöre diesem Haus jetzt seit bald 6 Jahren an und das ist wirklich eine Premiere. Bisher hat niemand von Ihnen, wirklich niemand, etwas an WDR und Co. auszusetzen gehabt und auf einmal sind alle ganz reformwillig. Wir erinnern uns mal an die Vorfälle alleine aus der letzten Legislatur. Da waren die Omas und die Umweltsäue, da waren offensichtliche Verbindungen ins linksradikale Milieu, da war der unverantwortliche Umgang mit Beitragsgeldern, da war eine stark tendenziöse Berichterstattung, da waren eingesperrte Beitragsverweigerer, angelegte Listen von ÖRR-Feinden, bedrohte Künstler, unterlassene Hilfeleistung bei der Flutkatastrophe und. Die Liste der Verfehlungen beim WDR alleine in der letzten Legislaturperiode ließe sich endlos fortsetzen. Die Folgen sind offenkundig. Das Vertrauen in unser staatliches oder wie Sie es nennen, öffentlich-rechtliches Rundfunksystem ist erodiert. Egal welche Umfrage Sie sich anschauen, 2/3 bis 3/4 der Bürger lehnen diesen teuersten Rundfunk der Welt schlichtweg ab. Und statt sich dort am Riemen zu reißen und ernsthafte Reformen anzugehen, igelt man sich ein und macht munter weiter wie bisher. Die Krawalle der Silvesternacht sind laut Tagesschau allenfalls gruppendynamische Prozesse. Stattdessen berichtet man lieber von einem afrikanischen Erfinder, der angeblich einen Fernseher ersonnen habe, der ohne Strom funktioniert. Eine kurze Google-Recherche oder auch elementare Physikkenntnisse hätten wohl diese Schlagzeile verhindert. So viel übrigens zum Thema Fake News, Frau von Marenholz. Da ist Florian Silbereisen, der den unsterblichen Klaus-Lage-Klassiker 1001 Nacht politisch korrekt umdichtet, weil man im ersten jetzt ja wohl nicht mehr Indianer sagen darf. Da ist ein Grünen-Funktionär, der sich als Journalist tarnt und grüne Energiepolitik bei den Tagesthemen loben darf. Da ist der neue Moderator einer viel gesehenen Politik-Talkshow, der, naja, sagen wir, ein sehr enges Verhältnis zur Klimabewegung pflegt, aber sicher weiterhin sicherstellen wird, dass dort die AfD als flächendeckend vertretene politische Partei und demokratisch legitimierte Partei nicht zu sehen sein wird. Da ist ein Herr Stempfle, der gestern noch für die Tagesschau den neuen Verteidigungsminister loben durfte und heute wohl zum Dank auf einen hochdotierten Posten in seinem Ministerium berufen wurde. Ja, das alles und noch viel mehr kann man machen, wenn man beim Staatsfunk wäre. Denn es entlockt Ihnen ja nicht ein Wort der Kritik, seit Jahren nicht, meine Damen und Herren. Seit Jahren hören wir hier das Hohelied auf WDR und Co. von von SPD und Grünen, nicht überraschend. Schließlich ist das ja mehr oder weniger Ihre verlängerte PR-Stelle. Aber selbst Frau Stullig von der CDU buckelt in der Hoffnung auf ein bisschen Gefälligkeitsberichterstattung vor den Rundfunkanstalten. Ja, Ihre Leute im Rundfunkrat, die CDU und FDP-Vertreter, haben noch kürzlich eine Erklärung mit verabschiedet, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar als konstitutiv, also als wesentliche Bedingung für die Demokratie bezeichnet. Also sind alle Länder, die sowas nicht haben, offenbar keine Demokratien und die Zeit vor ARD, WDR, Tagesschau und GZ war offensichtlich auch keine Demokratie. Lächerlich, meine Damen und Herren. Nur jetzt hört der Spaß auf. Erst als der sogenannte Satiriker Kindler die CDU als Feind und als, Zitat, Scheißpartei bezeichnete, sind die CDU-Vertreter im Rundfunkrat aufgewacht und haben sich beim Intendanten beschwert. Ich kann Ihnen sagen, als AfD-Mitglied erlebe ich sowas vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk quasi im Tagesrhythmus. Da hat sich bisher noch keiner beschwert. Wenn es aber an die eigene Haut geht, dann geht es auf einmal. Mit anderen Parteien kann man das machen, nicht aber mit der CDU. Und noch unglaubwürdiger ist in der Frage dann nur noch die FDP. 5 Jahre lang haben sie hier alles niedergestimmt, was auch nur das kleinste bisschen Reform für den WDR bedeutet hätte. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben sogar, Sie werden sich vielleicht erinnern, Sie werden sich erinnern, über Ihr eigenes Programm abstimmen lassen, indem Sie ja vollmundig eine Reform und Verkleinerung von AD und ZDF fordern. Und Sie haben es Wort für Wort abgelehnt. Sie haben regiert und hätten die Mehrheiten gehabt, etwas zu verändern, aber stattdessen haben Sie lieber die Dienstwagen genommen. Ja, und
Jetzt sind sie immer noch an mehreren Landesregierungen beteiligt und von da kommen auch keine Reformanstrengungen, Herr Wissel. Nur hier, wo sie der Wähler für ihre großartige Tätigkeit schon belohnt hat und die Dienstwagen wieder anderweitig vergeben hat, hier fordern sie auf einmal Reformen, die sie 5 Jahre lang ausgebremst haben. Nein, meine Damen und Herren, wer einen grundlegend reformierten, gesund geschrumpften und gebührenfreien Rundfunk will, der bekommt ihn nur mit uns, mit der AfD. Und nicht deshalb, sondern trotzdem werden wir Ihren Antrag natürlich mitstimmen. Vielen Dank.